Hallo meine Lieben, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Ich schicke euch sonnige Grüße. In dieser Legung geht es um die kommenden 2 Wochen. Was wird passieren? Was wirst du erleben können? Was kommt auf dich zu? Schau einfach, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass nicht alles zu 100% mit dir, deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist jetzt hier. Du hast diese Legung gefunden, also hat sie eine Bedeutung für dich. Hier sind Nachrichten, Botschaften, Informationen, die du erhalten solltest. Dieses Orakel wird mit den Tarot of Mystical Moments gelegt. Alle Informationen dazu gibt es unten in der Infobox. Und ich fange jetzt einfach mal an. Die 5 der Schwerter, die Königin der Schwerter und der Mond. Das sind nicht alle Karten, ich werde noch weiterlegen, aber diese Karten sind rausgekommen, rausgeflogen sozusagen und deswegen werde ich sie als allererstes betrachten und schaue, wie die 2 Wochen sich für dich so gestalten werden. Also ich habe die 5 der Schwerter und das ist hier. Ja, Friedensverhandlungen würde ich das hier so nennen. Ja, also ich habe hier, du kämpfst jetzt noch. Vielleicht hast du aber in der Vergangenheit gekämpft. In den kommenden 2 Wochen gibt es keine Kämpfe mehr. Es ist Raum und Zeit genug, um sich zu erholen, um irgendwie zu dir zu finden, ja, um auch wieder deine innere Stärke zu finden, um dich selber wieder zu spüren und zu fühlen und wieder aufzublühen, vielleicht auch wieder neue Ideen zu entdecken, neue Ideen zu haben, neue Pläne zu schmieden, ja, denn die Schlacht ist vorüber. Ich sag nicht, dass es einfach gewesen ist, ja, aber es ist vorbei. Du musst nicht mehr kämpfen in den kommenden 2 Wochen. Es ist eher sowas wie nach einer Anstrengung einfach sich erstmal umschauen, umorientieren, gucken, was da ist, was verloren gegangen ist, was man aber auch noch haben kann zusätzlich. Ja, was kann ich jetzt Neues machen, Neues erleben, weil dafür, wofür du gekämpft hast, entweder hast du die Schlacht gewonnen oder du hast die Schlacht verloren oder es ist ein Unentschieden und es lohnt sich einfach gar nicht mehr zu kämpfen. Ja, das könnte hier in diese Richtungen gehen. Ja, es gibt hier diese 3 Möglichkeiten und die 5 der Schwerter zeigt auch hier, dass jetzt erstmal Ruhe mit dieser Sache ist. Ja, in den kommenden 2 Wochen, da brauchst du dir keine Gedanken machen, dass es noch irgendwie wiederkommen könnte. Wird nicht. Ja, du hast hier ein rotes Kleid an und diese weiße, wunderschöne Rose, ja, das ist auch wieder dieses Aufblühen von dir, wieder diese Gefühle haben, wieder kraftvoll sein, wieder Kräfte haben, sammeln können, ja, und auch dich finden, ja, sowas, also ich weiß jetzt, was zu tun ist, ich weiß auch jetzt, was ich habe und was ich nicht habe, ja, und du bist nicht mehr ausgeliefert, sondern du stehst felsenfest, du weißt jetzt, wo du stehst, ja, und das ist auch sehr gut, und die Königin der Schwerter, die zeigt mir, dass du hier auch irgendwo schwirrt sowas rum wie die Lektion gelernt haben, aus den Fehlern gelernt, ja, also diese Auseinandersetzung, dieser Kampf, den du hier hattest, vielleicht auch irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten, Komplikationen, ja, das liegt hinter dir und du hast jetzt daraus gelernt. Wenn nochmal sowas passieren sollte, weißt du, was zu tun ist, beziehungsweise was nicht zu tun ist,
Ja, und du bist gewachsen. Also ich habe dich hier so in den kommenden 2 Wochen, dass du in deine Stärke kommen wirst. Ja, weil die Königin der Schwerter, das ist eine sehr starke Person. Ja, sie hat viel durchgemacht, aber das hat sie stärker gemacht. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Das kommt hier durch diese Karte zum Vorschein. Und du wirfst einfach ja, einen Blick auf alles, was dich umgibt. Du guckst nicht mehr irgendwie nur auf die Probleme, sondern du hebst deinen Kopf und schaust dich um. Was gibt es denn alles so bei mir? Wo bin ich denn jetzt? Was kann ich jetzt noch machen? Ja, und irgendwie bist du oben auf. Du bist wieder oben auf. Du sitzt wieder im Sattel, habe ich sowas, ja. Und ich habe dich hier bei dir, in dir und auch zufrieden. Du kannst natürlich auch hier eine Entscheidung treffen, beziehungsweise über irgendetwas reden in den kommenden 2 Wochen. Das kommt durch diese Karte auch durch. Es kann auch sein, dass du dich mit vielen Menschen unterhalten wirst, Gespräche führen wirst. Und das bringt dich weiter. Und die Karten möchten dir sagen, dass du Freunde hast. Du hast Menschen, du hast Wesen, weil das sind hier Vögelchen, ja. Und das sind hier deine Freunde. Also du hast Freunde um dich herum. Sie sind für dich da. Sie sind an deiner Seite. Sie können dich auch aufpäppeln oder dir Trost spenden oder dich ablenken, ja. Oder vielleicht auch irgendwo dir den neuen Weg zeigen. Ja, also ich habe das hier auch so, rede mit deinen Freunden, beziehungsweise du kannst mit deinen Freunden reden und sie werden dir weiterhelfen. Ja, sie werden dir vielleicht auch den Weg zeigen oder die Richtung zeigen. Das könnte hier auch so sein. Also es können Freunde sein, es können aber auch Menschen sein, die dir zugewandt sind, zugetan. Vielleicht Fremde, aber die meinen es gut mit dir, ja. Und der Mond, das ist hier, wird mir angezeigt, dass du in den kommenden 2 Wochen Hürden, Hindernisse überwinden wirst. Du wirst deinen Weg gehen. Ich habe hier keinen einfachen Weg für dich in den kommenden 2 Wochen, aber diese Steine, die auf deinem Weg liegen, ja, über die wirst du drüber hüpfen können. Der Mond, das sind aber auch hier vielleicht auch Ängste, ja, die hochkommen könnten in den kommenden 2 Wochen und irgendwie dich vielleicht umschwirren möchten, dich irgendwie festhalten möchten, ja, Gefangenschaft, Gefangensein durch die Ängste, aber du wirst den Ängsten den Rücken zukehren und dich dem Licht zuwenden. Ich habe auch so eine melancholische Stimmung, melancholische Seite von dir könnte in den kommenden 2 Wochen so ein bisschen an die Oberfläche kommen, ja, so Melancholie, so Sehnsucht. Einfach vielleicht auch ein bisschen alleine sein, ja. Manchmal tut es auch gut und der Mond, das ist natürlich aber auch hier manchmal auch ein Geheimnis. Also irgendwie in den kommenden 2 Wochen spielt vielleicht bei dir auch ein Geheimnis eine Rolle. Vielleicht hast du ein Geheimnis, vielleicht wirst du aber hinter ein Geheimnis kommen oder jemand wird dir ein Geheimnis erzählen. Und ich habe hier die 9 der Stäbe. Der Hierophant und oh, der Tod. Die Transformation kommt am Ende von diesen 2 Wochen. Da wird sich vieles bei dir tun, da wird sich alles verändern. Ich habe dich dann wieder, irgendwo in den kommenden 2 Wochen wirst du hier vielleicht durch diese melancholische Stimmung, vielleicht auch dadurch, dass du Sehnsucht hast, ja.
dass vielleicht auch dein Leben in so einen Stillstand gerät oder einfach, dass da nicht so viel zu tun ist oder in der Freizeit ergibt sich nicht so viel. Ja, vielleicht haben alle keine Zeit und du bist doch eher vielleicht nur alleine oder hast nur jemanden, also einen Freund an deiner Seite. Ja, und irgendwie habe ich dich auch hier so in den kommenden 2 Wochen, dass du hier dich zurückhalten wirst. Ja, ich habe dich sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, zaghaft und nicht, dass irgendwie neue Wunden dir zugefügt werden, nicht, dass du schlechte Erfahrungen machst, du hältst dich eher zurück. Ja, ich habe dich auch hier in den kommenden 2 Wochen so ein bisschen versteckt, eine kleine Mauer um dich herum gebaut haben, vielleicht emotional nur, ja, dass du niemanden in den kommenden 2 Wochen an dich heranlässt, emotional, gefühlstechnisch, kann aber auch sein, dass du einfach dich so ein bisschen wieder abkapseln wirst. Ja, habe ich hier so mit den Hierophanten. Das könnte hier aber auch sein, dass du einem Menschen begegnest in den kommenden 2 Wochen, der dir etwas erzählt, der dir etwas sagt, der einfach dich berät. Ja, der Hierophant, der berät manchmal. Das ist ein guter Rat manchmal. Das ist auch eine Schutzkarte. Also in den kommenden 2 Wochen hast du hier Schutz. Also du bist sicher. Du wirst beschützt werden. Also du musst nicht so extrem übervorsichtig sein und sich bedeckt halten und zurückhalten. Ja, weil dass die Karte sagt, du hast hier einen bestimmten Schutz und dir wird nichts passieren. Ja, wenn du aufpasst, wird dir nichts passieren, nichts Schlechtes. Das geht hier nicht. Und dieser Mensch, du könntest zum Beispiel jemanden um Rat fragen oder es wird sich eine Möglichkeit ergeben, jemanden um Rat zu fragen. Könnte jemand sein, den du schon kennst, könnte aber auch jemand Neues, Fremdes sein. Vielleicht findest du aber auch irgendwie, ja, Schriftmaterial, also Bücher, Texte, vielleicht auch im Internet, ja. Und das wird dir hier den Weg weisen, wird dich beraten, da könntest du etwas erfahren, ja. Und das, was du erfahren wirst, dieser Rat, ich habe hier auch ein Gespräch, ja, zwischen zwei Personen, zwischen zwei Menschen. Und dadurch wird sich etwas tun in deinem Leben, da kommst du in die Veränderung rein. In den kommenden 2 Wochen kommst du in die Veränderung rein. Ich habe hier den Tod und das ist, ja, das Alte geht, das Neue kommt. Das ist die Transformation, das ist die Veränderung in deinem Leben. Du wendest dich davon ab, was hier war. Ja, diese Ängste, diese Schwierigkeiten, diese sich zurückhalten, vielleicht etwas, was du nicht erreicht hast und hier mit den 5 der Schwerter, es könnte sein, dass du hier gekämpft hast und das nicht erreicht hast, was du erreichen wolltest, vielleicht nur zum Teil, ja, oder 3/4. Und das macht dich irgendwie nicht glücklich und du ziehst dich erstmal zurück und berätst. Ja, du lässt dich beraten oder findest irgendetwas in einem Buch, ja, oder liest einen Ratgeber, zum Beispiel könnte hier sowas sein. Und dann wird das dazu führen, dass du dich verändern wirst. Also ich habe hier eine Veränderung bei dir in den kommenden 2 Wochen. Also eine Transformation aus dem Dunklen, aus dem Ungewissen, aus dem Unbekannten, aus dem Ungemütlichen, ja, in etwas Schöneres, in etwas Besseres. Du schaust dir diesen wunderschönen Schmetterling an, der auf dieser Lilie sitzt, ja. Und in dir drin entsteht einfach etwas ganz Neues. Du wirst auch ein gutes Bauchgefühl haben mit den ganzen Blumen hier in dem Bereich, ja. Und diese Blumen könnten sogar dein Herz erreichen. Also es wird dir gut gehen. Ich habe hier auch gefühlsmäßige Veränderung, ja. Und du wirst hier irgendwie was Neues entdecken. Du wirst etwas Neues sehen können, etwas Neues erleben können, ja, in den kommenden 2 Wochen. Du wendest deinen Blick ab von dem, was war. Das war, die Vergangenheit wird Vergangenheit sein. Und du guckst in etwas Neues rein. Und wirst es auch integrieren, annehmen, umsetzen, weil das ist dann alles auch in dir. Du wirst wachsen, dich entwickeln.
Vielleicht sogar wie ein Schmetterling, der verpuppt war, endlich aus diesem Kokon ausbrechen. Das könnte hier auch sowas sein, ja? Aus diesem Kokon heraus, denn die Zeit ist reif und alles ist vorbereitet und deswegen kannst du jetzt deine Flügel ausbreiten und hier davon fliegen, ja? Aber ich schaue hier noch, was diese Karte, die letzte Karte bedeutet, genauer. Das interessiert mich nämlich. Das Ass der Münzen. Das ist hier sehr schön. Das ist eine Chance. Also, dein Leben wird sich verändern und du wirst eine Chance bekommen auf den inneren und den äußeren Reichtum. Also, es kann zum Beispiel hier eine Chance sein auf etwas ganz, ganz Tolles im Beruf oder Finanzen. Oder es kann natürlich aber auch hier Liebe sein. Ja, diese Chance, die hat ganz, ganz tiefe Wurzeln. Also diese Chance, das ist etwas Wertvolles und auch etwas Festes. Das kommt nicht einfach nur so in dein Leben, ja, mit dem Tod, mit dieser Veränderung, mit der Transformation kommt diese Chance. Das kommt nicht einfach nur so, sondern es wird dir auch Stabilität bieten. Ich habe bei dir eine Veränderung zum Positiven, ja, in den kommenden 2 Wochen. Du kannst etwas Neues anfangen. Du kannst etwas Neues ins Leben rufen. Du kannst eine neue Ebene entdecken. Du kannst eine neue Ebene betreten, wenn du magst. Und zwar, das ist hier, das kann hier beruflich sein, ja, weil ich habe hier die Münzen. Aber das kann hier aber auch in Bezug auf die Liebe so gesehen werden, Finanzen, Familie, dein Leben im Allgemeinen. Ich habe hier auch eine Verbesserung in deiner Stimmung, ja. Dir wird es einfach besser gehen, weil du siehst diese Chance auf das große Glück, ja, auf das große Glück auf allen Ebenen. Aber das ist hier etwas so, etwas, was du, ja, auch das kommt nicht von alleine. Diese Chance bietet sich dir und wenn du sie annimmst, wenn du sie ergreifst, wenn du da anfängst, was zu tun, zum Beispiel ganz, ganz kleine Schrittchen können auch ausreichend sein, ja, dann wird es natürlich auch wachsen, das wird sich natürlich entwickeln und etwas Neues kann daraus entstehen. Aber wenn du nichts machst, wenn du das nur anschaust, dann wird diese Pflanze hier verkümmern, weil sie braucht Wasser. Natürlich braucht sie Aufmerksamkeit, Liebe, Zuneigung, ja, dann wächst sie einfach besser, aber auch Wasser. Du musst ihr Wasser geben, ja, unbedingt. Also du musst sie auch irgendwo diese Chance auch nähren. Das bedeutet, dass du auch von dir da irgendetwas reintust. Also Energie zum Beispiel, du kümmerst dich, ja, du siehst immer wieder dahin und arbeitest da dran, ja. Also ich habe das hier auch so ohne Fleiß kein Preis, ja. Also von alleine, von nichts kommt nichts und von alleine wird da nichts, ja. Du bekommst einfach so diese Chance, ja. Sie kommt in dein Leben, aber was du daraus machst, das liegt dann an dir, ob du das vertrocknen lässt oder ob du das wachsen und gedeihen lässt, diese wunderschöne Pflanze. Und es sind hier auch 2 Triebe. Das könnte natürlich auch etwas mit der Liebe zu tun haben, mit der Partnerschaft. Und da kann sich natürlich Liebe und Partnerschaft weiterentwickeln. Ihr könnt gemeinsam eine neue Welt entdecken, eine neue Ebene, Liebesebene betreten, ja? Also es ist hier eine Möglichkeit der Weiterentwicklung, des Vorankommens auch generell im Leben. Und die Veränderung ist dir sicher, ja? Der Tod mit der Transformation, mit der Veränderung ist dir sicher. Und dann kommt diese Chance und was du daraus machst, das liegt natürlich bei dir. Das sagen die Karten. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Wenn du magst, kannst du natürlich eine Kanalmitgliedschaft abschließen, Kanalmitglied werden. Somit unterstützt du meinen Kanal, ja. Und dadurch kann mein Kanal wachsen und sich entwickeln, ja, wie hier diese kleine Pflanze. Ich konnte mir zum Beispiel deswegen jetzt neue Tarotkarten kaufen, ja. Ich habe mir auch noch Orakelkarten und noch
noch mehr Tarotkarten gekauft. Mit denen werde ich jetzt auch die Legungen gestalten können. Das ist natürlich deswegen so, weil hier ich Unterstützung erfahre, zum Beispiel durch die Mitgliedschaft, ja. Du bekommst aber natürlich auch etwas von mir zurück. Und zwar sind es Legungen, ja, für Kanalmitglieder, die nur für Kanalmitglieder bestimmt sind. Niemand sonst bekommt diese Legungen zu sehen. Und das ist etwas, ja, sehr, sehr nahes. Ja, wir sind uns da etwas näher, denn das ist eine kleine Gruppe und ich lege die Karten nur für meine Kanalmitglieder und da kannst du viel schneller in Resonanz gehen, viel mehr in Resonanz gehen, ja, weil das einfach kleiner ist. Ja, und wenn du magst, ja, informier dich da, mit einem Klick kannst du kündigen, also auch sogar am gleichen Tag, wenn du merkst, nee, das ist hier nichts für mich, das brauche ich nicht, ja, kein Problem. Du kannst natürlich aber auch mir eine kleine Spende zukommen lassen, mich auf einen Kaffee einladen, ich würde mich sehr freuen. Das kommt natürlich auch hier alles meinem Kanal zugute, ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für alles, ja. Wünsche dir noch einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.